Für Altona kämpft Matthias Bartke für dich um 12 Euro Mindestlohn für gerechte Löhne für alle. Für bezahlbares Wohnen durch mehr Neubau und gegen rechts. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Nee, bestimmt nicht. Sein Wahlkreis ist tolerant und weltoffen. Zwischen Elbstrand und Lurup hast du mit ihm seit 2013 eine starke Stimme in Berlin. Aus Respekt für dich, mit Kompetenz für Hamburg. Hamburgs stärkste Stimmen für Berlin. Alle Stimmen für die SPD. Wir sind auf Sendung. Ich freue mich ganz herzlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie heute wieder dabei sind bei meinem Video. Und wir haben heute das Thema Barrieren abbauen im Kopf und auf der Straße. Und ich habe zwei Gäste, von denen ich mal sagen würde, es gibt wenig Menschen in Deutschland, die mehr Ahnung haben über Barrierefreiheit und wie man Barrieren abbauen kann. Und als erstes begrüße ich ganz, ganz herzlich Verena Bentele. Liebe Verena, schön, dass du dabei bist. Hallo, schönen guten Tag und guten Abend allen. Ich stell dich gleich vor, aber zuvor Andreas Heinecke, Chef des Dialoghauses in Hamburg, den ich natürlich sehr, sehr gut kenne. Lieber Andreas, schön, dass du auch dabei bist. Ja, mit Freuden. Vielen Dank für die Einladung. Und ganz wichtig, Frau Boshammer und Frau Richter, die jetzt gerade nicht im Bild ist, die Gebärdensprachdolmetschung machen. Und offen gestanden, fast hätte diese Veranstaltung heute nicht stattfinden können, weil wir nämlich keine Gebärdensprachdolmetscherung gefunden haben. Aber Herr Heinecke, Andreas Heinecke, war total aktiv und hat Frau Boshammer und Frau Richter aufgetan. Und lieber Andreas, auch dafür ganz herzlichen Dank, dass wir diese Veranstaltung heute so machen können. Vielleicht einige wenige Worte zu unserer Dame, nämlich zu Verena, die ich schon ziemlich lange kenne und deswegen duzen wir uns auch. Ich bin ja selbst Vorsitzender des Sozialausschusses und Verena Bentele, na, ich muss mal sagen, Verena ist vom Sport in die Politik, wenn ich das so sagen darf. Verena, du bist blind zur Welt gekommen und in Lindau am Bodensee. Du bist, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, mit 13 schon Mitglied der paralympischen Mannschaft der Deutschen gewesen und hast auch gleich bei den ersten Paralympics in 1998 in Nagano hast du zwei Silber, eine Gold- und eine Bronzemedaille gewonnen und hast dann in allen nachfolgenden Paralympics warst du dabei. Aber ich glaube, das Unglaublichste war in 2010, also vor 12 Jahren, hast du in Vancouver 5 Goldmedaillen geholt. Und ich habe mir gerade nochmal den Medaillenspiegel dieser Paralympics geguckt. Da haben wir 13 Medaillen. Also du hast, wenn du mitgemacht hättest, du hättest schon ein Drittel der Medaillen der Deutschen gewonnen. Darüber wird vielleicht gleich nochmal zu reden sein. Du hast in 2011, also kurz nach Vancouver, beschlossen, deine sportliche Karriere zu beenden und hast dann als freiberufliche Personal Trainerin und Beraterin gearbeitet und hält seitdem Vorträge und vor Firmen. Und 2014 bist du aber, und daher kennen wir uns, bist du die Bundesbehindertenbeauftragte geworden, also die Behindertenbeauftragte bei der Bundesregierung. Und das hast du ziemlich grandios gemacht. Und seitdem, und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, warst du die Erste, die wirklich auch behindert war als Behindertenbeauftragte. Und dein Nachfolger Jürgen Dusel, den ich auch gut kenne, mit dem ich auch schon eine Veranstaltung gemacht habe, ist auch blind. Und damit hast du, glaube ich, auch einen ganz wichtigen Punkt gesetzt, nach dem Motto, nicht über uns, ohne uns. Und dass du natürlich auch wirklich diejenige bist, die das sehr authentisch bringst. Und ich finde, wenn ich das sagen darf, Verena, es gibt ja Menschen, die haben große, so Hemmnisse, auf blinde Menschen zuzugehen. Und du hast eine unglaublich nette Art, diese Hemmnisse abzubauen, indem du auch einfach ein bisschen deine eigene Behinderung ironisierst. Und das macht es anderen Menschen sehr viel einfacher, mit dir in Kontakt zu kommen. Das finde ich total grandios. Es hat mir immer viel Freude gemacht, Veranstaltungen auch mit dir anzuschauen. Jetzt darf ich selber eine machen. Andreas Heinecke, Geschäftsführer und Gründer des Dialoghauses in Hamburg, Sozialunternehmen. Und Andreas Heinecke ist im Grunde bekannt dafür geworden, dass er den Dialog im Dunkeln aufgebaut hat. Und jeder, der diesen Dialog im Dunkeln noch nicht besucht hat, von dem möchte ich mal sagen, macht es. Man wird es sein Leben lang nicht vergessen. Es ist praktisch die totale Inklusion, denn man wird von blinden Menschen durch ein Labyrinth geführt und der Blinde
ist der Sehende und der Sehende ist der Blinde. Das ist schon, finde ich, total super beeindruckend. Also Inklusion heißt ja auch, dass man von Menschen mit Behinderung lernen kann. Und das ist da wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich kenne niemanden, der das nicht vergessen hat. Also man vergisst es nicht. Andreas, wie viele Menschen haben diesen Dialog bislang schon besucht? Ja gut, seit 10 Jahren führen wir seriös Statistik weltweit, sind ja in 50 Ländern mittlerweile gewesen und es sind dann 8 Millionen in den letzten 10 Jahren, aber Dialog im Dunkeln gibt es seit 33 Jahren, aber da haben wir einfach nicht die Zeit gehabt, auch die Möglichkeit gehabt, eben die Daten seriös zu erfassen. Ich würde mal sagen, so 15, 16 Millionen wahrscheinlich insgesamt und auch wichtig, wir haben alleine 10.000 blinde Menschen. Ja, ist unglaublich. Das ist schon, genau. Und in Hamburg bist du auch einer der praktisch größten Arbeitgeber für Menschen, für blinde Menschen. Ne? Das ist schon ziemlich irre. Du bist Gewinner von zahlreichen internationalen Auszeichnungen, die mir meine Mitarbeiter alle aufgeschrieben haben, die ich jetzt auch nicht sage. Und du bist auch du bist promovierter Philosoph und wir kennen uns, weil ich mal in meinem früheren Leben, sage ich immer, bevor ich in den Bundestag gekommen bin, war ich mal Leiter des Hamburger Integrationsamtes und habe das Dialoghaus mit aufgebaut und hatte immer das Gefühl, das ist total großartig. Und das wurde ja auch gefördert, aber du bist recht bald aus der Förderung rausgegangen, weil es einfach so erfolgreich war. Ich verrate dir ein Geheimnis, der Rechnungshof hat mir totalen Ärger gemacht, weil er gesagt hat, das läuft doch viel zu gut. Wieso fördern sie das denn noch? Aber das wussten wir vorher ja nicht, dass das so einsteht. Das ist total, dass das so ein riesiger Erfolg gewesen ist. Und aber als du aus der Förderung rausgegangen bist, haben wir uns nicht aus den Augen verloren. Und du hast mich irgendwann, als ich dann schon längst im Bundestag war, gefragt, ob ich Mitglied im Beirat des Dialoghauses werden möchte. Das habe ich mit großer Freude und Begeisterung zugesagt, weil Behindertenpolitik, also ich bin kein originärer Behindertenpolitiker, aber das macht mir viel Freude und ich bin ja auch Vorsitzender der Hamburger Lebenshilfe. Genau, also wir kommen zur Veranstaltung. Ich habe ein paar Fragen, aber die habe ich mir nur aufgeschrieben. Wir müssen mal gucken, ob wir die abarbeiten. Ansonsten ist ja die Diskussion auch mal was Wichtiges. Verena, bevor wir in Barrierefreiheit einsteigen, würde ich noch mal, wie schätzt du die jetzt gerade abgeschlossenen Paralympics ein, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir, ich finde, eine extrem magere Medaillenbilanz haben? Heißt das, dass der Behindertensport in Deutschland nicht genug wertgeschätzt wird? Weil zu deiner Zeit war es, glaube ich, wesentlich erfolgreicher. Kannst du da vielleicht einfach so als Einstieg so ein paar Takte zu sagen? Genau, also erstmal schönen Dank nochmal für die Einladung, Matthias. Ich finde es klasse, dass wir über dieses wichtige Thema diskutieren. Und ich hätte mir gewünscht, dass auch solche Themen wie Barrierefreiheit, Inklusion, Teilhabe, die ja auch viel Überschneidungspunkte mit Themen für andere Menschen haben, die jetzt nicht eine offensichtliche Behinderung haben, wie eben Chancen am Arbeitsmarkt, Bildung und auch natürlich Sport. Ich hätte mir echt gewünscht, dass das mehr Thema im Wahlkampf auch ist. Deswegen umso schöner, dass du es zum Thema im Wahlkampf machst. Das finde ich klasse. Ja, die Paralympics sind seit ein paar Tagen vorbei. Die Sportlerinnen und Sportler sind zu Hause empfangen worden, geehrt, gefeiert, bejubelt. Das ist ja das, was Sportler ja dann natürlich auch Freude macht nach so einem Wettkampf. Ich glaube, wenn man den Präsidenten vom Deutschen Behindertensportverband fragen würde, der würde sagen, das ist doch eine ganz gute Bilanz. Und es gibt halt auch viele starke und große Nationen. Da hat er sicherlich auch nicht ganz unrecht. Ich würde es aber schon auch so sehen wie du. Es wäre schon wünschenswert, dass in einem Land wie Deutschland, wo wir ja auch schon viele Jahre über Inklusion sprechen, über Barrierefreiheit, wo auch politisch schon einiges passiert ist, wäre es schon wünschenswert, wir wären auch weiter vorne im Medaillenspiegel. Im Winter war Deutschland doch immer so ein Stück weit stärker. Hat sicherlich natürlich auch damit zu tun, da gibt es weniger Sportarten und natürlich auch, da verteilen sich die starken Nationen auf weniger Regionen in der Welt. Und in den Regionen ist halt zum Glück Deutschland eine, wo es jetzt noch immer wieder mal zumindest Schnee gibt. Und da konnten wir uns im Medaillenspiegel immer relativ weit vorarbeiten, als ich noch aktiv war und meinen Beitrag mit 12 Goldmedaillen bei den Paralympics, bei 4 Paralympics geleistet habe, auf jeden Fall. Aber die jetzigen Sportlerinnen und Sportler haben ihre Sache gut gemacht.
Und die sind ja auch alle oben angekommen. Ich sehe das Problem wirklich darin, dass in Deutschland für viele Menschen mit Behinderungen, egal ob sie von Geburt an ihre Behinderung haben oder nach einem Unfall, nach einer Erkrankung, ist es einfach immer noch zu schwierig, Sport zu machen. Der Einstieg in einen Sport, in Breitensport, Vereinssport, Sport in der Schule, Sport mit Freundinnen und Freunden, ist noch zu schwierig, weil es einfach zu wenig barrierefreie Sportmöglichkeiten gibt. Weil gerade für Menschen wie mich, die nicht sehen, auch oft die Begleitpersonen fehlen. Für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer fehlen die barrierefreien Sportanlagen. Die Vereine sind bei uns in Deutschland noch nicht so, dass sie einfach selbstverständlich sagen, bei uns kann jeder mitmachen und wir finden da irgendwie eine Lösung. Da muss echt noch extrem viel passieren, weil wir haben in Deutschland meines Erachtens schon das Problem, dass natürlich in unserem Deutschen Behindertensportverband alles mit verarbeitet und organisiert wird, Breitensport, Reha-Sport, Leistungssport. Aber der Breitensport ist für meine Begriffe noch zu wenig bekannt und zu wenig wirklich auch in der Breite verfügbar. Und so ist eigentlich der Schritt oft, entweder du bist richtig gut, bist schon in der Nationalmannschaft, du bist gefördert und unterstützt, oder du musst wirklich jedes Mal und jeden Tag gucken, wie kannst du dir deinen Sport vielleicht irgendwie organisieren. Und das ist für viele Menschen schwierig. Ja, vielen Dank nochmal für diese Einschätzung. Wie du weißt, hat Hamburg sich ja auch mal für die Olympiade bewerben. Ja, München auch. Ich hätte es mega wollen. Gefunden, Deutschland. Ja, und ich muss sagen, ich habe mich total aufgeregt, auch über die Olympiakampagne meiner Stadt, weil wir haben ja am Ende eine Abstimmung gemacht und da waren die Leute dagegen. Und das ging nur um Sport und nur um Leistung. Und ich hätte es so wichtig gefunden, dass man auch diese Paralympics viel stärker in den Vordergrund stellt. Und ich wäre mir absolut sicher gewesen, dass die Abstimmung anders ausgegangen wäre, wenn man den Behindertensport deutlich stärker in den Vordergrund gestellt hätte. Ja, aber auch Kinder- und Jugendsport und Sport für Menschen im Moment. Also wenn ich nur ein kleines Beispiel machen darf, das auch Barrierefreiheit nochmal zeigt. Im Moment in der Corona-Pandemie ist es so, dass Menschen, die ins Schwimmbad wollen, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, sich anmelden müssen online. Und ich höre von vielen Freundinnen und Mitarbeiterinnen, dass sie und Mitarbeitern, wenn die ihre Kinder ins Schwimmbad anmelden, dann müssen die wirklich Punkt 12 vorm Computer sitzen, wenn um 12 die Anmeldung losgeht und um 10 nach 12 sind die Tickets in Berlin, Hamburg oder München weg. Und für Kinder, die eben vielleicht keine gute Unterstützung zu Hause haben, wo die vielleicht die Eltern keine Zeit haben, keine Technik haben, das schlichtweg vielleicht gar nicht wissen, dass man das machen muss, die gehen jetzt einfach nicht mehr in die Freibäder in den Städten. Und das finde ich ganz frustrierend. Und da denke ich, eigentlich haben wir wirklich in Deutschland eher das Thema, wie kriegen wir für Kinder, Jugendliche, Menschen mit Behinderung, Menschen mit wenig Geld, wie können wir auch denen Sport ermöglichen und sie zum Sport führen? Also Sport ist schon ein, finde ich, auch ein ganz wichtiger Punkt im Leben. Und der du weißt, ich stehe im Wahlkampf. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat ja relativ spät erst den Sport entdeckt. Und der hat mir mal erzählt, da ich sein Nachfolger bin, weiß ich das genau, dass er Druck gekriegt hat von seiner Frau. Er sei zu dick. Und dann ist er in einem Park, hat er angefangen zu laufen und ist nach irgendwie 3 Runden, konnte er nicht mehr. Und dann hat er gesagt, das muss sich ändern. Und seitdem ist er ein totaler begeisterter Sportmensch. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auf seine Politik in der Zukunft eine gewisse Auswirkung hat. So, aber wir wollen das Thema Barrierefreiheit heute besprechen. Und Barrierefreiheit ist, wie wir alle wissen, nicht nur für Menschen mit Behinderung wichtig, sondern auch für ältere Menschen, und so weiter. Und meine Frage an dich, an Andreas, wäre als Einstieg, warum ist es eigentlich so schwer, Deutschland barrierefrei zu kriegen? Und warum sehen es noch nicht so viele Menschen ein, dass es nützlich ist, Barrieren auch abzubauen, insbesondere auch auf baulicher und auf administrativer Ebene? Warum ist das so ein Kampf gegen die Windmühlen, den wir da führen? Naja, also erstmal glaube ich, dass die jetzt Barrierefreiheit also nicht nur für ältere und für behinderte Menschen ist, sondern es betrifft eigentlich jeden. Also erstmal muss man, glaube ich, mal aufhören, da dieses Silo-Programm weiter zu strapazieren und sagen, okay, das hilft jetzt behinderten Menschen, das hilft einem älteren Menschen. Also Barrierefreiheit hilft jedem Menschen. Wenn man sich mal ein bisschen zurückerinnert, welche technischen Innovationen entstanden sind, eben über letztendlich die Belange von Menschen mit Behinderung, im Telefon an das Keyboard von der Schreibmaschine war natürlich auch eine Hilfe, kam aus der gehörlosen Pädagogik oder auch SMS oder auch Internet. Ich meine, das sind alles Dinge, die letztendlich jetzt von Menschen mit Behinderungen oder eben von Menschen, die sehr eng mit Menschen mit Behinderungen zusammenarbeiten, entstanden. Also darum
geht Barrierefreiheit geht eben jeden an. Das mal ganz grundsätzlich. Also ich bin völlig gegen diese Fragmentierung. Und das ist vielleicht der erste Schritt, den man machen muss, dass man eben Barrierefreiheit jetzt nicht als Resterampe im BMAS dann verortet. Also alles, was mit dem Thema zusammenhängt, dann immer bei irgendeinem Referat im BMAS. Also nichts gegen das BMAS, machen großartige Arbeit. Aber natürlich, wenn es dann um Bauwesen, um Verkehrswesen, um digitalen Zugang, um Gesundheitswesen, um Bildung geht, ja meine Herren, da gibt es ganze Ministerien, die sich damit beschäftigen. Also für mich muss das eigentlich ein Querschnittsthema sein. Und wenn man überhaupt in dem Bereich was also systemisch ändern will, dann muss da ein Inklusionsministerium her. Das heißt, also wir haben es ja geschafft, Umwelt auch als ein Querschnittsthema zu begreifen, das Digitale sowieso. Vor 30 Jahren war Umwelt eine Sache von Weltverbesserern und grünen Träumern und heute redet jeder letztendlich über Klima und es muss genau das Gleiche, den gleichen Schwung muss man aufnehmen, wenn man über Inklusion spricht und zwar jetzt nicht nur für die relativ kleine Gruppe, wobei 18,2 Millionen Menschen leben in Deutschland mit Behinderungen, also nicht unbedingt ganz klein, aber trotzdem natürlich ist nicht der Mainstream, muss man das eben sehr, sehr breit denken und muss eben für alle Menschen berücksichtigen und nicht jetzt für die Gruppe von Älteren oder auch von Menschen mit Behinderungen. Also und warum funktioniert das nicht? Ich würde mal sagen, aus einer systemischen Ignoranz passiert da nichts. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern es ist ein weltweites Phänomen. Und natürlich gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, warum letztendlich trotz jeglichem besseren Wissen und wir ja auch wissen, dass wir ja alle letztendlich in unserem Lebenslauf ja natürlich eines Tages ja alle in irgendeiner Art und Weise mit Behinderung zu kämpfen haben. Also warum ist das so ein Thema, was immer verdrängt an den Rand geschoben wird? Das hat sicherlich, also auf der individuellen Ebene sind es psychologische Muster, die da greifen. Das heißt also, es schwächt meine eigene Vorstellung von Leben. Es bringt mich in den Nahbereich von Abhängigkeit, von vielleicht auch von Mitleid. Das will kein Mensch erleben, das ist völlig klar. Aber ich glaube auch, unsere gesamte gesellschaftliche Entwicklung ist falsch gelaufen, weil natürlich wir auch jetzt von Menschen mit Behinderung, die hießen früher die Versehrten, es waren natürlich die Krüppel, es waren die Missgeburten, da gab es eine Form von karitativen Wirken, die Kirche hat nicht sehr viel getan, aber es war letztendlich immer eine Art von Opfer, was man erbracht hat für diese Menschen, die eben so hart vom Schicksal geschlagen wurden. Aber das hat sich doch über das SGB-IX geändert, dieser Ansatz. Du wirst natürlich über die UN-Behindertenkonvention, über Teilhabe, durch ist wahnsinnig viel passiert. Aber trotzdem ist immer noch nicht genügend passiert, weil das Thema immer noch ganz, ganz klar auf die Personengruppe von Menschen mit Behinderung fokussiert wird. Aber dass sie jetzt eigentlich Schrittmacher sind für die Innovation, für eine wesentlich humanere Gesellschaft, ja, die jeden betrifft, das ist einfach noch nicht angekommen. Und habe ich dich richtig verstanden, Andreas? Du forderst ein Inklusionsministerium. Natürlich. Ja. Ja. Verena, du warst ja nun mal Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Wie siehst du das? Also vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörenden mal kurz das BMAS, das ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, in dem im Moment, wie der Andreas Heinecke gesagt hat, eigentlich viele Themen für Menschen mit Behinderungen, sei es berufliche Teilhabe, Rehabilitation, das ganze Thema Barrierefreiheit und auch viele andere Themen, wie jetzt vor einigen Wochen erst das Thema Assistenz im Krankenhaus für Menschen, die eben Unterstützung brauchen, die eine Schwerbehinderung haben, dass die eben zum Beispiel Menschen mit sogenannten kognitiven Einschränkungen, dass die eben auch eine Begleitung im Krankenhaus dabei haben dürfen. Auch sowas hat das Gesundheitsministerium nicht angepackt, sondern erstmal das Arbeits- und Sozialministerium vorangetrieben und dann erst in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium umgesetzt. Sowas ist natürlich schon, finde ich auch sehr ärgerlich, da bin ich total bei dir, Andreas, da müssen wirklich alle Ministerien Verantwortung übernehmen. Ich glaube nicht so richtig dran, da bin ich anderer Meinung, dass ein Inklusionsministerium das Richtige wäre. Ich meine eher, dass so Themen wie Integration für Menschen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben, die vielleicht eben nicht in Deutschland geboren sind, Menschen mit Behinderungen, auch ältere Menschen, Menschen, die vielleicht gesellschaftlich auch nicht so eingebunden sind. Es gab ja immer wieder mal Forderungen nach einem Einsamkeitsministerium. Auch da bin ich hochskeptisch.
Ich glaube eher, dass ein Thema wie Teilhabe, Inklusion, Integration, dass diese Themen von allen Ministerien eben in ihren Bereichen mitbearbeitet werden sollten. Ich glaube, das wäre tatsächlich noch ein Stück zielführender. Was mich wirklich intensiv stört, dass zum Beispiel, wenn jetzt ein Gesetz wie das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz verabschiedet wird, das eben mehr Barrierefreiheit schaffen soll, dann wird eben wieder nicht von den eigentlich zuständigen Ministerien, wie zum Beispiel, sagen wir mal, Wirtschaftsministerium oder Verkehrsministerium, von denen kommt dann eben nicht die sogenannte Marktüberwachung, also die Überwachung, ob das auch wirklich umgesetzt wird, sondern das geht dann wieder zurück ans Arbeits- und Sozialministerium, die irgendwie eine Lösung bitte finden sollen, wie sie eben auch die Umsetzung kontrollieren. Und da so die Verantwortung immer auf den Bereich des Sozialen zu spielen, das halte ich für wirklich auch einen großen Fehler im System. Da wäre es einfach der einzig wirklich zielführende Weg, wenn jeder, egal ob neue Verkehrswege geplant werden, egal ob die Gesundheitsversorgung weiterentwickelt wird, bei jedem Gesetz, ja, reicht es halt nicht, wenn Verbände wie wir sind der größte Sozialverband Deutschlands, der VdK, dessen Präsidentin ich jetzt bin, soweit bist du in der Forschung gar nicht mehr gekommen, das macht aber auch gar nichts. Ich bin jetzt eben ist gar kein Problem. Ich bin jetzt VdK-Präsidentin, das ist der größte Sozialverband, der sich um Rente, Pflege, Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und viele andere Themen im sozialpolitischen Bereich und der Sozialrechtsberatung kümmert. Und wir nehmen natürlich immer zu den Gesetzgebungsverfahren Stellung, wenn wir überhaupt gefragt werden, was beim Arbeitsministerium immer und Sozialministerium immer ganz gut klappt, bei den anderen ein bisschen weniger. Und da merken wir einfach immer, dass in der Gesetzgebung in vielen Ministerien Menschen mit Behinderung überhaupt nicht berücksichtigt werden. Und das finde ich so ärgerlich. Also das wäre eigentlich für mich das Wichtigste, dass man einfach immer intervenieren könnte, zum Beispiel eben die Schlichtungsstelle nach dem Behindertengleichstellungsgesetz, dass die einfach intervenieren könnte, wenn eben die Perspektive von Menschen mit Behinderungen in der Gesetzgebung nicht berücksichtigt wird. Das finde ich wirklich, da braucht es wirklich deutlich straightere Sanktionsmöglichkeiten und eine andere Systematik, damit nicht immer im Nachhinein die Barrierefreiheit irgendwie hingeburschtelt wird. Weil nur wenn eben mehr Menschen auch selber in Verantwortung sind, selber Barrierefreiheit entwickeln, die unterschiedliche Perspektiven haben, wenn auch mehr Menschen mit Behinderung selber in Ministerien arbeiten, selber auch politisch tätig sind, auch das ist für mich eine wichtige Forderung, dass eben jetzt immerhin ist ja heute mit mir eine hier am Start, die auch selber weiß, wovon sie spricht, also auch aus eigenem Erleben. Ihr wisst es auch aus anderer Perspektive, aber das ist ja immer so ein bisschen natürlich das Thema. Es gibt halt einfach deutlich zu wenige Menschen mit Behinderung selber, die als Unternehmer arbeiten, die in der Politik sind. Unser Bundestag hat sicherlich nicht so viele Menschen mit Behinderung, wie es in der Bevölkerung gibt. Also das ist einfach immer noch ein Ziel, auch für unsere Parteien, für Unternehmen eben auch in der Beförderung, da mehr Menschen mit Behinderung selber auch in Verantwortung zu nehmen und so ihre Perspektive einzubringen. Ja, vielen Dank, aber Entschuldigung, das war eben, du bist für mich eben immer noch die Behindertenbeauftragte. Ja, kein Problem, du bist mein und nebenher, aber ich auch da. Verena, du hast eben nochmal die politischen Forderungen aufgezeigt. Wir haben ja jetzt Wahlen und es wird danach eine Koalition geben. Und das Wichtigste und die wichtigste Zeit, wenn man eine Koalition hat, sind im Grunde die ersten 6 Wochen. Da wird nämlich der Koalitionsvertrag ausgehandelt. Und in den folgenden drei Vierteljahren wird ja ganz häufig dieser Koalitionsvertrag nur abgearbeitet. Darum kommt auf etwas ganz Wichtiges auf uns zu. Und da wäre meine Frage im Bereich Barrierefreiheit, Wohnen. Wir haben im Bereich Wohnen, ist es ja so, dass das Behindertengleichstellungsgesetz vorsieht, die Barrierefreiheit nur für Neubauten oder für Umbauten und das auch nur bei öffentlichen Bauten. Ich bin ja Lebenshilfevorsitzender in Hamburg, mal die Bundesvorsitzende der Lebenshilfe in Hamburg und wir haben hier die neue Mitte Altona in meinem Wahlkreis uns angeschaut und haben dort eine Wohnung uns angeschaut von einer sehr, sehr schwer behinderten Frau, also körperlich behindert, geistig hochfit, wo so Schienen oben dran gewesen sind, wo sie aus ihrem Rollstuhl sich selbst raushebeln konnte und dann ins Bett ging. Also ich kannte so etwas
etwas nicht und Ulla Schmidt kannte das auch nicht und war so begeistert, dass sie gleich gesagt hat, dass sie gleich Franziska Giffey angerufen hat und gesagt hat, musst du dir angucken, total großartig. Das ist schon, da ist ganz, ganz viel möglich, aber es ist immer nur auf den Goodwill angewiesen. Und wir haben es eben im Bereich der privaten Bauten, ist es relativ wenig der Fall. Und da wäre meine Frage an euch, auch gerade vor dem Hinblick, dass wir demnächst ja Koalitionsverhandlungen haben und einen Koalitionsvertrag haben und da wird relativ viel reingeschrieben werden. Und was nicht drin ist, ist eben auch nicht drin und wird wahrscheinlich nicht umgesetzt. In dem Bereich, was wären Forderungen, die man machen müsste? Vielleicht Verena, du als Erste jetzt. Ich mache es kurz. Also ich möchte auf keinen Fall in dem Programm, in dem Koalitionsvertrag lesen, dass wieder 20 Programme zur Bewusstseinsbildung gestartet werden. Also wir haben so viel Bewusstsein gebildet, mir reicht es langsam. Ich will jetzt einfach gesetzliche Verpflichtungen haben. Ich finde, wie gesagt, der Ansatz von Andreas ist perfekt und der ist super, dass wir das wirklich auch eben nicht mehr so als einen eigenen Sektor begreifen, dass wir das begreifen, das ist für alle doch sinnvoll und gut, ist für uns, wo wir hier diskutieren, total logisch der Ansatz und super, aber wir sehen einfach, es wird viel zu oft vergessen und eben nicht umgesetzt, wenn es nicht verpflichtend ist und deswegen kann ich ganz klar sagen, ich bin dann glücklich und zufrieden und habe mich durchgesetzt für meine über 2 Millionen Mitglieder, wenn im Koalitionsvertrag steht, Barrierefreiheit im privaten Bereich wird oder Herstellung von angemessenen Vorkehrungen zur Barrierefreiheit, wie man es richtig sagen müsste, wird eine gesetzliche Verpflichtung, dann bin ich happy. Und da gehört dann natürlich zum Beispiel auch dazu, dass eben bei Neubauprojekten von Investoren sofort und in dem Moment, wo es geplant wird, an barrierearme oder barrierefreie Wohnungen mitgedacht wird. Also es gibt immer mehr ältere Menschen in Deutschland, es gibt Familien, es gibt Menschen, die eine Behinderung haben. Es gibt Menschen, die einfach sagen, sie brauchen ein bisschen Platz und wollen vielleicht kein mega schmales Bad und wollen nicht ihre Taschen immer in den vierten Stock hochschleifen. Also es ist einfach für alle Menschen so nützlich, aber wenn es immer noch nicht so gesehen wird, dann habe ich einfach langsam die Nase voll von permanenter Bewusstseinsbildung. Wir brauchen jetzt eine Verpflichtung. Das ist auch mal eine Ansage. Andreas. Ja. Ich bin ja jetzt kein Politiker, bin ja Sozialunternehmer. Und natürlich freue ich mich über Rahmenbedingungen, die mir helfen, letztendlich das voranzubringen, was ich voranbringen möchte. Und da dreht es natürlich dann um eine umfängliche Inklusion von Menschen mit Behinderung. Das ist völlig klar. Ich meine, die Politik läuft natürlich sehr, sehr stark auf Reglementierung, auch auf Maßregelungen, auch auf Bestrafungen. Ich meine, das kennen wir. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber wo sind die Anreizmodelle? Das heißt also, wenn ich mir, du hast ja gerade das Beispiel genannt, Matthias, auch von der Wohnung, die jetzt barrierefrei ist oder eben weitgehend auch benutzt werden kann von jemand, der doch in einer großen, der mit einer großen körperlichen Beeinträchtigung und Einschränkung zu tun hat. Man muss einfach mal das Marktvolumen verstehen. Nochmal, was ich vorhin sagte, Inklusion geht jeden an und ist also keine Nischenangelegenheit für Menschen, die in irgendeiner Art und Weise eben nicht den vollumfänglichen Zugang haben zu den Dingen, die wir als normale Menschen, Anführungszeichen, eben haben. Das heißt, wenn man sich vergegenwärtigt, dass also wir haben 18,2 Millionen Menschen mit Behinderung in Deutschland, wir haben 88 Millionen, die haben ja alle irgendwie eine Form von sozialer Bindung, Familie, Freunde, das ist also mindestens mal Faktor 3. Das heißt, also, wir reden eigentlich über fast die Hälfte der Bundesbürgerinnen in Deutschland, die in irgendeiner Art und Weise natürlich das Phänomen Behinderung sehr, sehr gut kennen aus ihrem täglichen Gebrauch. Und das eben zu entwickeln, das als eine Marktopportunität zu sehen, das Marktpotenzial auszuschöpfen, da Anreize zu schaffen, über Innovationspreise, die eben ganz, ganz klar in Design for All gehen, in natürlich in Förderprogramme, wir reden vom Wohnungsbau, wo das eben von vornherein mit einbezogen wird. Da denke ich, da kann sich einiges bewegen. Also wir müssen einfach mal raus aus dieser Ecke, wir tun irgendwas jetzt für Menschen mit Behinderung und auch für die armen Alten, das machen wir nicht, wir tun es für jeden und da muss es Anreize geben. Das muss aber auch bewusst gemacht werden, dass es eben wirklich, dass wir aus der karitativen, aus dem sozialen Imperativ rauskommen und es eben gesamtgesellschaftlich sehen. Und aber warum soll ich denn einen Anreiz bieten? Also entschuldige, nur ganz kurze Zwischenfrage, warum soll ich einem Unternehmer einen Anreiz bieten dafür, dass er was macht, was eigentlich selbstverständlich sein sollte?
aus reinen wirtschaftlichen Interessen. Wir haben natürlich Shareholder Value, wir reden auch über Nachhaltigkeit, aber das lasse ich mal außen vor, es sind reine wirtschaftliche Interessen. Es gibt ein kanadisches Institut, das nennt sich Return on Disability, die genau durch diesen Mehrwert letztendlich erheben, der eben aus der Erschließung des Marktes von Menschen mit Behinderung einhergeht, und zwar weltweit. Das heißt, es ist einfach unterschätzt. Da gibt es keine Zugänge. Das fängt ja auch mit der Werbung meinetwegen an, um ein ganz klares Beispiel zu nennen. Es gibt Fakten. Mit der was? Habe ich akustisch verstanden. Mit der was? Wie? Werbung. Der was? Inklusive Werbung. Werbung, okay. Werbung, genau. Also Werbung. Man kann auch sagen, Gott sei Dank, da bleibt mir auch irgendwas erspart. Aber im Prinzip, wenn wir von Teilhabe sprechen, dann muss ich eben auch natürlich auch eben Teilhabe meinetwegen Möglichkeiten haben, wenn es um Werbung geht. Das heißt also, das Ganze muss man wesentlich breiter aufspannen und eben dann wirklich als Querschnitt. Und da müssen eben alle Menschen einbezogen werden. Und für mich sind dann die Menschen mit Behinderung die Innovationstreiber. Und das muss ins Bewusstsein, da muss es Anreize geben, das muss jetzt die wirtschaftliche Kraft, die Markt, das Marktvolumen muss kommuniziert, da muss es Anreize geben, Förderprogramme geben, die sich genau um den Bereich eben kümmern. Ja, ich habe ja mal das Integrationsamt in Hamburg geleitet, du weißt das. Und da hatten wir, es gibt ja die Ausweisabgabe und das ist schon sehr beeindruckend, wie wenig Leute das kratzt, also auch manche Unternehmen. Und es gibt eben reihenweise Unternehmen, die beschäftigen auch überhaupt keine in dem Bereich. Also da würde ich mal sagen, da finde ich, ist Druck das richtige Mittel. Und das muss dann einfach auch, gerade für diejenigen, die keinen beschäftigen, auch erhöht werden. Aber du schüttelst bedenkenmäßig deinen Kopf, wie siehst du das? Den glaube ich nicht, weil ich meine, wenn die Ausgabe das Werkzeug des Jahrhunderts wäre, dann hätten wir nicht 44.000 Unternehmen, die keinen einzigen Menschen mit Behinderung beschäftigen. Und wenn ich jetzt Zalando oder ein Großkonzern bin, keine Ahnung was, ja, und habe dann Milliarden und zahle dann meinetwegen 150.000 Euro Ausgabe, ja, so what? Ich meine, das ist doch kein, das ist doch Portokasse. Das kratzt doch keinen. Und ich rede mit vielen Unternehmen und eben das Argument, da sparen sie auch eine Abgabe, da lernst du ein ganz, ganz mildes, müdes Lächeln. Das weiß ich nicht. Also wir wissen ja auch, dass die Unternehmen außerordentlich strategisch einstellen. Und wenn sie jetzt noch einen einstellen, dann sind sie über der Schwelle und dann müssen sie etwas weniger zahlen. Also Personalkosten ist schon ein wichtiger Faktor. Aber nevertheless, es wird natürlich das Problem insgesamt nicht lösen. Das ist zweifelhaft. Ja, und ich meine, mit einer höheren Ausgleichsabgabe hat man dann wieder mehr Möglichkeiten und Mittel, um gerade für die Unternehmen auch was zu machen, die Menschen mit Behinderung beschäftigen. Das ist für mich schon ein Argument. Und ich halte einfach nicht wahnsinnig viel davon, für alles, also die Autoindustrie schreit ja auch nach Anreizen, dass sie jetzt endlich mal was tun, um den Klimawandel zu stoppen. Die haben jahrelang sich die goldene Nase verdient das ist ja nicht ganz jugendfrei. Also die haben sich jahrelang wirklich dumm und dusselig verdient dran an Verbrennern. Und jetzt wollen sie alle Förderprogramme haben dafür, dass sie einen Beitrag leisten, um den Klimawandel zu stoppen, um auf E-Mobilität zu setzen. Ich weiß irgendwie ehrlicherweise nicht so richtig, ob das immer der Weg ist, zu sagen, jetzt auch zum Thema Menschen mit Behinderung, wir müssen euch jetzt auch noch Anreize schaffen. Jetzt gibt es ja schon die auch gerade durch den Gesetzgeber verabschiedete Kontaktstelle für Arbeitgeber. Auch da halte ich ehrlicherweise nicht wahnsinnig viel von. Es gibt das Integrationsamt, es gibt die Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern, es gibt die Bundesagentur für Arbeit. Also ehrlicherweise, es gibt so viele Stellen, wer Menschen beschäftigen möchte und wissen möchte, woher kriege ich eigentlich die Unterstützung, wo kann ich Assistenz beantragen. Also mal bei aller Liebe, das kann man eigentlich heute schon haben. Okay, jetzt hat der Gesetzgeber diese Kontaktstellen beschlossen. Das ist ganz wunderbar. Das würden sich Menschen mit Behinderung übrigens auch wünschen, dass sie eine Stelle haben, an die sie gehen können. Haben sie nicht. Arbeitgeber haben es. Wir werden ja sehen, ob das was bringt. Aber jetzt noch mehr Anreizprogramme. Also es eh schon gibt an Förderungen. Wir zahlen die ersten Jahre irgendwie einen Teil vom Gehalt und so weiter. Da gibt es ja schon einiges. Jetzt den Unternehmen noch mehr Anreize zu geben. Also ich ehrlicherweise weiß ich auch nicht. Ich meine, gerade Unternehmen wie Zalando und andere, die wirklich auch gut verdienen an dem, was sie da tun, wenn die tatsächlich sagen, sie sind nicht bereit, auch Jugendlichen und junge Erwachsenen, die keinen Schulabschluss haben, einen Job zu geben, Menschen mit Behinderungen einen Job zu geben, die eine Ausbildung haben, ich glaube, dann muss man tatsächlich da auch als Regierung ein Stück weit eingreifen. Verena, du hast eben die Autoindustrie angesprochen und das wäre im Grunde so meine nächste Etappe, die Mobilität. Hier sind ja ohne Frage die Bundesländer in der Pflicht, einen barrierefreien Personennahverkehr aufzubauen und
Du als VdK-Präsidentin, was sind das für Menschen, die bei euch kommen und was sind die Sorgen, die haben und oder mal platt gefragt, was muss beim ÖPNV als erstes verändert werden und was muss besser werden? Also erstmal, für mich ist ja ganz wichtig, ich wohne selber in der Stadt, hier gibt es einen guten ÖPNV, für mich jetzt als jemand, der nicht sieht. Ich habe alle 10 Minuten eine Bahn, die mich wohin bringt. Ich habe Busse, ich habe Straßenbahn, S-Bahn, U-Bahn. Also hier in München, wo ich lebe, oder in Berlin, wo ich arbeite, geht es gut. Aber was natürlich ein Riesenproblem ist für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, dass wir in Deutschland sehr unterschiedliche Einstiegshöhen haben, dass oft die Stufe hoch ist vom Zug oder von der S-Bahn zum Bahnsteig oder die Lücke zwischen Bahnsteig und Zug ist groß. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Hindernisse für Menschen, die Mobilitätseinschränkungen haben. Und die Bahnsteighöhen im Fernverkehr, da wollen wir gar nicht von anfangen. Und im Regionalverkehr, da haben wir unterschiedlichste Bahnsteighöhen in Deutschland und unterschiedliche Zughöhen. Also das ist auch wieder das beste Beispiel, dass da halt jahrelang leider investiert wurde in den Bau von Bahnhöfen und in den Kauf von Zügen, ohne eben an das Thema Mobilität zu denken. Und das ist schon irritierend, weil ich meine, beim Reisen haben Menschen schwere Koffer, da sind Leute mit Kinderwegen, da sind Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind. Also, dass das früher irgendwie auch keine Rolle gespielt hat, wie kommt der Koffer in den ICE? Ja, also wenn der Koffer 30 Kilo wiegt, man hat dann die 3 Stufen. Ich bin zum Glück noch fit als Sportlerin. Ich kriege meinen Koffer dann sogar noch hoch in den Gepäckablage, aber ich finde es nicht optimal, wenn man vielen Menschen zuschaut, wie sie sich damit abmühen. Und das sind eben nicht nur Menschen mit einer Behinderung. Und das ist halt so ein Punkt, diese ganze bauliche Geschichte. Der andere Punkt, den meine Mitglieder natürlich sehr bemängeln, ist, dass auf dem Land die Barrierefreiheit gar nicht vorhanden ist, weil der ÖPNV einfach so flächendeckend nicht vorhanden ist. Also wer auf dem Land wohnt, ich bin selber aufgewachsen am Bodensee in einem kleinen Dorf, da gab es einfach gar nichts. Da gab es nur einen Schulbus und den gab es einmal am Tag. Ansonsten gab es da überhaupt nichts. Von daher war da Bewegung eigentlich überhaupt nicht möglich. Da, glaube ich, müssten wir einfach ansetzen und hätten damit mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, die Fliege eben auch zur Ökologie beizutragen, zur Umweltentlastung, wenn wir mehr öffentlichen Personennahverkehr hätten und für Menschen, die eine Behinderung haben, für Kinder und Jugendliche, die noch keinen Führerschein haben, für alte Menschen, die nicht mehr fahren können oder wollen, für all die hätten wir dann Mobilität hergestellt. Das finde ich nachvollziehbar. Also übrigens, gerade bei Bahnhöfen frage ich mich immer, das sind ja noch nicht unbedingt nur Menschen mit Behinderung, die keinen 30-Kilo-Koffer schleppen können. Das war ja immer schon so und das war immer ein Problem. Warum ist das in der Vergangenheit nicht bewegt worden? Aber na gut, Andreas. Ja, ich meine, das ist alles gesagt. Und ich glaube, das ist auch schön, dass wir eine unterschiedliche Auffassung haben, weil, was Verena vorhin sagte, es ist ja alles da. Es gibt ja Integrationsfachdienste etc. pp. Also wer da wirklich jetzt um die Beschäftigung jetzt von Menschen mit Behinderung, Eingliederung, Inklusion kümmern, das eben ernsthaft vorhat, der kann es auch eben dann tun. Und es gibt genügend Leistungen. Und es ist alles gut und recht, aber ich habe gerade eine Untersuchung gelesen. Allensbach hat also in den letzten 3-4 Jahren mal untersucht, also wirklich querschnitt Fernsehen, Radio, Internet, Printmedien, alles, was eben in Deutschland veröffentlicht wurde, untersucht und geguckt, was eigentlich unter dem Thema Inklusion zu finden ist. Und da gibt es so eine sogenannte Wahrnehmungsschwelle und Inklusion ist da ganz, ganz weit drunter. Das heißt also, die Allgemeinheit kriegt das einfach faktisch nicht mit. Und da reden wir also jetzt wirklich im Querschnitt von Tausenden von Medien, von Artikeln, von Sendungen. Das heißt, natürlich sind wir da sehr, sehr stark sensibilisiert, haben natürlich auch eine selektive Wahrnehmung, aber der Otto-Normalverbraucher hat natürlich in keinster Weise irgendwie einen Begriff, was eben Inklusion bedeutet. Es geht also völlig vorbei. Das heißt also, da auch nochmal erstmal auch diesen Medienhebel zu bewegen, einfach das Thema auch so auch relevant zu machen, so aufzubereiten, wie es meint wir im Klima, das muss die Aufgabe sein.
Und für mich ist auch, also wenn wir jetzt, es wurde auch erwähnt, was da für Anreize jetzt gibt für E-Mobilität und dergleichen mehr. Ich glaube, natürlich ist es jetzt verdammt spät, den Klimawandel aufzuhalten oder da nochmal eine wesentliche Verbesserung dann zu erzielen. Aber für mich muss Inklusion eigentlich die neue Klimadebatte werden. Wir müssen eigentlich von der Inklusionswende sprechen und müssen eigentlich eine ähnliche Dimension erreichen in der öffentlichen Wahrnehmung, die ähnliche, sagen wir mal, Mobilisierung jetzt von Volksmassen auch erreichen, und zwar eben top-down und eben auch bottom-up, um eben das Thema Inklusion letztendlich dann, und zwar nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern eben allgemein Menschen, die in irgendeiner Art und Weise aufgrund einer Persönlichkeitsmerkmal eben benachteiligt ausgegrenzt sind, die entsprechend zurückzuholen. Also Solidarität. Ja. Und das muss eben dann auch, und wir leben in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, und diese Bindungskräfte, die müssen gestärkt werden. Ja, ich würde gern auf den Bereich digitale Barrierefreiheit kommen. Andreas, du hast eben, du sprichst von Inklusion, das Gegenteil von Inklusion ist Exklusion. Und insbesondere in der Pandemiezeit hatte ich den Eindruck, dass ganz, ganz viele Menschen exkludiert werden. Sie finden nicht, sie können nicht mehr am Leben teilhaben. Und man hat es ja gemerkt, vieles fand nur noch digital statt. Ämter und Behörden schlossen, eingekauft wird nur noch online bei Zalando oder bei Amazon. Menschen mit Behinderung waren davon ganz besonders von vielen Informationen ausgeschlossen. Sie konnten nicht teilhaben. Für alle, die nicht so im Thema sind, was ist digitale Barrierefreiheit, Verena? Also erstmal ist digitale Barrierefreiheit hat für mich auch ganz unterschiedliche Dimensionen. Die eine ist natürlich, dass digitale Systeme nutzbar sind, also dass zum Beispiel für mich Bilder auf Homepages erklärt werden, dass ich die richtigen Knöpfe, die ich brauche, um eine Website zu bedienen, eben auch anklicken kann und die nicht nur grafisch dargestellt sind, sondern für mich auch mit Tastaturbefehlen erreichbar sind. Es braucht Informationen für Menschen, die eben Gebärden brauchen, also Erklärvideos mit Gebärdensprache. Es braucht für Menschen mit kognitiven Einschränkungen Informationen in leichter Sprache und eben auch leicht zu bedienende Geräte. Das ist alles ein Teil der Barrierefreiheit, der digitalen. Ein anderer Teil, den ich aber auch ganz wichtig finde, ist natürlich auch die Verfügbarkeit. Also inwieweit haben Menschen eigentlich die Möglichkeit, sich Geräte, die für sie nutzbar sind, zu kaufen? Werden die überhaupt entwickelt? Also ein gutes Beispiel für mich ist immer sowas wie eine amerikanische Technikfirma, die haben halt von Anfang an die Barrierefreiheit mehr oder weniger, finde ich, eigentlich schon gut mitentwickelt. Das ist heute jetzt nichts mehr, was man dem System beibringen muss, sondern es wird halt immer automatisch mitentwickelt. Wenn es mal irgendwo Probleme gibt, sind die auch sehr schnell, die zu beheben. Und bei vielen anderen Techniksystemen wurde das Thema Barrierefreiheit halt im Nachhinein reingewurschtelt und musste dann eben wieder mühsam mit irgendwelchen Adaptionen, also irgendwelchen Brücken hingebaut werden. Und genau, die andere Dimension noch, die ich vielleicht auch noch kurz erwähnen will, neben der Verfügbarkeit von Geräten ist natürlich dann auch noch die, wer gibt mir die Fähigkeiten, also wer bringt mir das bei in der Schule, wird meines Erachtens noch zu wenig vermittelt, wie man mit digitaler Technik, mit Informationen, die digital verfügbar sind, gut umgeht. Und natürlich die Frage des Geldes ist auch eine ganz wichtige. Wenn Menschen eben zu Hause keinen Internetanschluss haben, den sie sich nicht leisten können oder einfach schlicht kein Geld für die Endgeräte haben, dann haben sie halt auch keine Teilhabe an der Digitalisierung. Das ist nachvollziehbar. Andreas, aus deiner Sicht, was sind die größten Hindernisse oder wo sind die größten Anforderungen bei der digitalen Barrierefreiheit und wie muss man die lösen? Du hast da ja viele Expertise. Ist da verdammt viel passiert. Also jetzt was so digitaler Zugang, Barrierefreiheit im Netz angeht. Und nochmal, behinderte Menschen haben da Schrittmacherfunktion gehabt. Ich habe erzählt, Windensurfer ist schwerhörig, der hat Internet entwickelt und so weiter. Also das heißt, es gibt eine ganze Reihe von wo eben dann die Extrem-User-Bedingungen von Menschen mit Behinderung eben dann Springbrett waren, um eben technische Innovationen voranzubringen, ist das eine. Und da ist wirklich viel passiert. Also wenn ich das an Microsoft denke, sicherlich einer der Giganten, Satya Nadella ist der CEO, der hat zwei Kinder mit Behinderungen, der hat eine enorm hohe Sensibilität. Das heißt also bei Microsoft,
Und auch bei Google, wenn echt dieses Denken, ist es eben wirklich ist vorhanden. Das heißt, die ganzen Entwicklungen laufen wirklich schon sehr, sehr inklusiv oder beziehen letztendlich die Bedürfnisse eher von Behinderung ein. Oder ich meine, Netflix ist auch ein gutes Beispiel. Mittlerweile haben alle Filme Untertitelungen. Das heißt also, da ist auch erkannt worden, dass natürlich über Untertitelungen nochmal eine ganz, ganz andere Nutzergruppe erschlossen werden kann. Das heißt also, der Markt, der öffnet sich eben, wenn ich eben Untertitelungen eben einfach automatisch mit hinzufüge. Also da ist natürlich unheimlich viel passiert, das ist auch großartig. Wir wissen ja auch, dass eben die digitalen Medien letztendlich einen riesen Vorteil bieten für Menschen mit Behinderung. Das ist völlig klar. Also gerade Informationszugriff hat sich revolutioniert. Das ist großartig. Und da sind wir auch auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber es fehlt natürlich auch noch gerade jetzt von der Industrie sehr häufig das Bewusstsein. Und Verena hat es ja angedeutet, als Beispiel leichte Sprache oder eben Audiodeskription oder eben auch Videoeinspielung. Das heißt, man muss einfach dann die Informationen so aufbereiten, dass sie letztlich für jedes Nutzerprofil genutzt werden kann. Aber da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Nochmal Anreize schaffen. Das muss natürlich eben über die Wirtschaftsförderung gehen oder über, wenn es ein Digitalministerium gibt, darüber. Das heißt, es muss aber mitgedacht werden. Und es gibt ja dieses Herzen. Andreas, du bist ja jemand, der wirklich viel rumgekommen ist in der Welt. Und ich finde, häufig ist ja der Blick über den Tellerrand etwas ganz Wichtiges. Wo würdest du denn sagen, welche Länder sind da deutlich weiter als wir, was Barrierefreiheit anbelangt, auch nicht nur digital, sondern auch ganz, ganz grundsätzlich? Ja, also aber ich finde Singapur zum Beispiel beachtlich, allgemein, was da aufgebaut wurde, das finde ich also wirklich faszinierend. Das heißt also, du hast an jeder Ecke hast du eben eine akustische Ampel, du hast überall Bordsteinabsenkungen, du hast das Streifen auf der Straße. Das ist also wirklich einfach flächendeckend, ja, das ist einfach so. Auch Südkorea ist auch extrem weit. Also sprich, da haben wir natürlich jetzt so Länder, jetzt gerade wie Singapur, vor 50 Jahren waren da nur Steine und Moskitos, haben natürlich auch den Vorteil gehabt, letztendlich da etwas aufzubauen, wo es eben nichts gab, wenn dann im Bestand natürlich eben jetzt Barrierefreiheit flächendeckend umsetzt, ist euch eine andere Herausforderung. Aber ich finde gerade Südkorea und Singapur finde ich da sehr, sehr weit und auch, also haben zum Beispiel, also okay, geht es zu weit, auf jeden Fall gibt's da, kann man sich dahin wirklich so orientieren, was einfach, wenn der politische Wille da ist, eben auch machbar ist. Verena, gerade, bei dir? Also im Verkehr, Nahverkehr ja. angeht, alle Busse, da musst du nicht einen netten Busfahrer haben, der dich immer eben da die Rampe In Singapur oder auch in Korea. Das ist einfach, also in Korea natürlich. Es ist schon, wir sind da sehr, sehr weit und selbstverständlich. Verena, was ist da deine Einschätzung? Insbesondere mich würde interessieren, hast du Kenntnisse auch über den angelsächsischen Bereich, also USA? Also ja, man merkt schon zum Beispiel im angelsächsischen Bereich, da gibt es natürlich auch noch Barrieren und Herausforderungen, aber da können Menschen mit Behinderung ihr Recht dort deutlich mehr schon einklagen. Also da kann man vor Gericht ziehen und sein Recht auf Teilhabe und eben die Herstellung von Barrierefreiheit einklagen. Und das sind zum Beispiel in vielen Hotels ganz selbstverständlich für jemanden, der nicht sieht, die Hotelzimmer, also gibt es nachfühlbare, also in Braille geschriebene Zimmernummernschilder neben der Tür. Da gibt es auch eine Möglichkeit, über einen QR-Code meine Speisekarte zu kriegen, kommt in Deutschland auch zum Teil, aber noch viel seltener. Und da gibt es zum Beispiel eben auch ganz selbstverständlich Ansagen für Menschen mit Behinderung, an wen sie sich wenden. Es ist im Flughafen relativ easy, da eben auch Assistenz zu bekommen. Also im angelsächsischen Bereich in den USA zum Beispiel, meine ich schon auch, sind viele Dinge schon auch weiterentwickelt, auch eben in Bereichen, wo es bei uns noch nicht eben so optimal ist, wie zum Beispiel Restaurants, Hotels, wo dann eben doch mal eine behindertengerechte Toilette eben auch verfügbar ist, wo in Deutschland, weiß ich von Menschen, die den Rollstuhl nutzen, dass die da echt schon ihre Kneipentour danach planen müssen, wo sie das Bier auch wieder wegtragen können. Also ich finde das sehr, sehr gut, dass ihr beide das nochmal ausgeführt habt, weil wir ja in unserem eigenen Dunst immer nur sind und glauben, wir sind das Maß der Dinge und wir sind am besten. Aber gerade in dem Bereich, glaube ich, sind wir
alles andere als am besten. Und es gibt wirklich deutlich andere Länder. Und das ist nämlich auch meine Wahrnehmung, als ich das, ich bin nicht häufig in den USA, aber ich war für 4 Jahren dort und das hat mich schon beeindruckt, was dort teilweise ist. Und ich war noch nie in Singapur, aber das wäre ja vielleicht mal eine gute Studienreise. Ja, ist okay. Der Sozialausschuss macht ja immer Reisen, einmal im Jahr, also jetzt nicht mehr wegen Corona. Ja. Und da ist immer, guckt man, wo kann man was machen, das ist schon, das finde ich ganz spannend. Also wenn wir über Inklusion reden, muss es ja auch geplant werden, es muss ja vorbereitet werden. Und da braucht man ja, und das fand ich, habt ihr eben auch so richtig, auch bei der Frage Bahnhöfe zum Beispiel, Mobilität, man braucht inklusionsaffine Planerinnen in dem Bereich und inklusionsaffin. Andreas, du hast das eben ausgeführt. Ich habe bei Microsoft, wenn man ist dieser Planer gewesen, der eben auch ein behindertes Kind hat oder behinderte Kinder hat. Und das finde ich so blöde. Es bedarf dieser Sachen, um so etwas zu bewegen. Ne? Das ist ja häufig so. Also das finde ich schon schwierig. Aber dennoch, welche Faktoren braucht es aus eurer Sicht für inklusives Lernen für Kinder und aber auch für Erwachsene ja im Grunde? Naja, also erstmal denke ich, wir sind ja gerade dabei, jetzt ein ziemlich umfängliches Projekt aufzuziehen. Am 1. Oktober geht es dann los in Inclusio, wo wir uns um nachhaltige Inklusionsbildung kümmern, und zwar für Unternehmen, um da einfach mal auch eine Inklusionskompetenz aufzubauen. Und was wir eben jetzt festgestellt haben, da fehlt es natürlich bei vielen an vielem. Und da wollen wir genau eben ansetzen. Das heißt also zum Beispiel natürlich das Thema Barrierefreiheit ist ein Thema. Also da fangen wir mal im Netz an. Wir arbeiten mit Werbeagenturen zusammen, die sich jetzt wirklich Gedanken machen, wie kriegen sie eigentlich eine barrierefreie Webseite eben hin. Das ist ein einfaches Beispiel. Aber es dreht sich auch um das ganze Themenfeld. Kommunikation ist eben auch sehr wichtig. Das heißt, wie rede ich jetzt eigentlich mit jemandem, der eben kleinwüchsig ist? Also wie spreche ich den an? Was ist seine Identität? Da herrscht ja auch eine unheimlich hohe Unsicherheit und natürlich diskriminieren wir bewusst oder unbewusst sehr, sehr schnell über die Wortwahl. Wir wissen ja auch, wie wichtig auch die Wortwahl ist und dass es eben auch diese Handlungsoption ja auch letztendlich repräsentiert. Aber natürlich auch machen wir uns Gedanken über das ganze Eingliederungsmanagement. Also was heißt denn das jetzt konkret, wenn man jetzt einen Herrn oder eine Dame mit Behinderung einstellen kann? Wie bekomme ich denn überhaupt eben auch an einen Pool an Talenten, die behindert sind? Also das heißt, es ist ein sehr, sehr umfängliches Thema, aber was für mich ganz, ganz wichtig ist, Inklusion ist ein Kulturwandel. Das heißt, es dreht sich nicht für mich darum, dass ich jetzt 2, 3 Herren oder Damen im Rollstuhl oder blind oder gehörlos beschäftige. Darum dreht sich gar nicht. Es dreht sich darum, dass wir eben wirklich einen Kulturwandel einleiten, eben vor allem die Gesamtdimension vermitteln. Und dafür muss ein Bewusstsein geschaffen werden. Und du hast vorhin erfreulicherweise Dialog im Dunkeln erwähnt und wie wichtig es ist, letztendlich auch mal die Chance zu haben, Menschen mit Behinderung auch persönlich kennenzulernen. Viele haben gar keinen Kontakt mit Menschen mit Behinderung, sind da völlig verunsichert, wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, haben da Ängste vor Ort, Voreinstellungen etc. Und darum ist diese Fakultät, die wir entwickeln, besteht eben ausschließlich auf Menschen mit Behinderungen. Das heißt, wir bauen also jetzt an der Hochschule, an der HAW in Deutschland als ein Modell letztendlich ein Inklusionsbildungsprogramm auf, das eben ausschließlich auf Menschen mit Behinderungen besteht. Und auch ganz wichtig, wir wollen eine Wertschöpfungskette bilden. Weil natürlich können wir jetzt also als Unternehmen, Dialogunternehmen, natürlich nur ein bestimmtes Segment abdecken. Aber wenn es zum Beispiel an MyAbility oder an EnableMe oder an die Sozialhelden oder an die soziale inklusive Bildung denke, die haben alle ihre Expertise. Und der Bereich, so inklusiver auch ist immer noch sehr, sehr, sagen wir mal, in seinen eigenen kleinen Territorien unterwegs. Und das wollen wir brechen. Da haben wir am 19. Oktober ein Treffen, wo eben alle Sozialunternehmer, die sich um Inklusion kümmern, letztendlich zusammenkommen, um eben genau diese Wertschöpfungskette zu bilden. Und das sind für mich eben letztendlich Bausteine, Elemente, um eben jetzt da auch Unternehmen, darauf kann ich sprechen, ich arbeite nicht in Schulen, um eben diesen Inklusionsprozess wirklich ganzheitlich zu verstehen und eben aufzusetzen. Und letzter Kommentar dazu, wir reden ja letztendlich mit Leuten, die haben natürlich diesen börsennotierte Unternehmen, da ist der Shareholder Value nach wie vor ganz, ganz weit oben. Wir müssen ihnen auch vermitteln, welche Marktopportunität, welches Marktvolumen, welcher ökonomische Mehrwert entstehen kann mit Berücksichtigung der humanen und ethischen Verantwortung,
erschlossen werden kann, wenn man eben Menschen mit Behinderungen einbezieht und vor allen Dingen auch ganz, ganz wichtig mit ihnen zusammenarbeitet. Das ist ja immer der erste Schritt. Verena, das ist ja, finde ich, ich bin ja ein Vorsitzender des Arbeits- und Sozialausschusses, ein super zentrales Thema, was Andreas eben angesprochen hat. Und wir wissen natürlich alle, dass die Wahrscheinlichkeit der Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderung eben doppelt so hoch ist, wie das bei Menschen ohne Behinderung der Fall ist. Und wir wissen aber auch, dass Menschen mit Behinderung extrem leistungsfähig sind und häufig eben sogar, also nicht leistungsfähiger als Menschen ohne, aber genauso, weil sie das natürlich genauso können oder häufig aber vielleicht ein bisschen mehr motiviert. Was ist deine Erfahrung, wenn du mit Arbeitgebern redest? Was sind die größten Hemmnisse? Warum stellen die nicht ein? Also die Hemmnisse sind super unterschiedlich. Die einen sagen, wir haben keinen Job, der passt. Es gibt auch viele übrigens lustigerweise, die sagen, wir haben gar keine Bewerber. Höre ich auch immer wieder, ob das stimmt oder nicht, kann ich ja nicht beurteilen. Ich kann ja nicht die Bewerbungseingänge anschauen. Viele sagen natürlich auch, bei ihnen ist es einfach zu schwierig, weil die Jobs zu speziell sind, weil vielleicht ihre Technik auch nicht barrierefrei ist, die sie nutzen und deswegen eben auch der Umrüstungsaufwand so hoch wäre. Es sind immer sehr unterschiedliche Gründe und deswegen klar ist, da eine Kompetenz aufzubauen in den Unternehmen wichtig, da eben auch mittel- und langfristig dran zu denken. Aber ich bin und bleibe einfach bei meinem Punkt, dass auch in anderen Themen wie zum Beispiel Arbeitssicherheit, also keiner würde in Frage stellen, oder Brandschutz, das sind ja heute Dinge, die würde gar keiner in Frage stellen. Keiner würde heute sagen, naja gut, also wenn es jetzt keinen Fluchtweg gibt, ja, kann man trotzdem arbeiten, im besten Fall passiert ja hier nichts. Das würde heute auch nicht gehen. Deswegen glaube ich tatsächlich schon dran, dass man mit eben auch mehr, auch bei der Neuzulassung von Produkten, bei Fördermaßnahmen, wenn zum Beispiel Förderprogramme verabschiedet werden, auch staatliche Wirtschaftsförderprogramme, wäre für mich einer der wirklich zentralen Wünsche, dass da Inklusion, Teilhabe, Barrierefreiheit immer auch ein Förderkriterium ist. Ich glaube, damit könnte man zum Beispiel ganz, ganz viel eben auch schon beheben an Hemmnissen, die im Moment da sind. Wie gesagt, Barrierefreiheit herstellen, auch da könnten Unternehmen ja auch kreativ rangehen und sagen, okay, dafür holen wir uns einfach auch jemand, der vielleicht sich gut auskennt mit den Barrieren und stellen ihn eben auch genau dafür ein. Aber das Problem ist halt, der Markt hat im Moment ja eine ganz andere Tendenz. Die Jobs werden immer spezialisierter, sie werden rationalisiert. Also das trifft ja auch Menschen, die zum Beispiel eben nicht, vielleicht ja keinen Ausbildungsabschluss geschafft haben. Auch für die wird es immer schwieriger in unserem Arbeitsmarkt. Ich glaube, wir haben tatsächlich eher ein Grundsatzproblem, dass wir heute in unserem Arbeitsmarkt einfach wenig Platz für Menschen haben, die in irgendeiner Weise vielleicht ein bisschen was Besonderes brauchen. Wir haben in vielen Unternehmen Diversitätsvielfaltsabteilungen, die für alle unterschiedlichen Diskriminierungsmerkmale irgendwie da sind und danach schauen, was könnte man vielleicht für Programme auflegen. Aber im Grunde genommen in der Arbeitsrealität sehe ich es wirklich so, dass unser Arbeitsmarkt eigentlich eine ganz andere Ausrichtung hat. Und ich glaube, dass man da einfach auch nochmal mit Verantwortlichen aus Unternehmen ran muss, sich darüber Gedanken zu machen, was heißt eigentlich wirklich auch im Arbeitsleben vielleicht auch ein Stück weit anders zu agieren. Das finde ich schön, dass du das gesagt hast, wie du es gesagt hast, dass es Menschen besondere Menschen ist häufig kein Platz. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir riesige Schwierigkeiten haben bei unseren technischen Anforderungen für Menschen, die keinen Hauptschulabschluss haben, also die ungelernt sind. Das ist halt das größte Problem derzeit. Aber, und das sind Menschen mit Behinderung eben häufig nicht. Das sind die haben ja eine ganz normale Ausbildung und sind außerordentlich fähig. Aber in der Tat, manchmal sind sie ein bisschen anders. Ja, aber da gibt es ja auch Unterschiede. Ich meine, es gibt auch Menschen mit Behinderungen, die Lernschwierigkeiten haben, die vielleicht auch keine Ausbildung haben. Das ist auch nochmal ein Punkt, wo man ansetzen müsste. Wie werden eigentlich Menschen mit Behinderungen ausgebildet mit ihren Fähigkeiten, die sie haben? Auch da könnte man sicherlich auch im Bereich von Reha, Aus- und Weiterbildung für Menschen mit Behinderung nochmal schon an ein paar Schrauben drehen. Also wie viele Menschen zum Beispiel mit unterschiedlichen Behinderungen als Bürokaufleute ausgebildet werden, ja, da kann man sich schon auch mal die Frage stellen, ob es vielleicht nicht auch andere Möglichkeiten noch gäbe zu arbeiten, als eben Bürokauffrau oder Bürokaufmann. Aber das führt uns jetzt heute zu weit. Also ich glaube, auch in dem Punkt kann man tatsächlich nochmal ansetzen. Aber ich glaube tatsächlich, wir müssen im Arbeitsmarkt ansetzen, weil
unser Arbeitsmarkt hat eine nicht sehr große Offenheit. Also sage ich jetzt auch mal als Frau, als jemand, der nicht sieht, Frauen wissen auch, worum es geht, wenn sie ihr Hirn schon mal an der gläsernen Decke angehauen haben und eben nicht weitergekommen sind und eben ihre Männer vielleicht weiter arbeiten gegangen sind oder und sie selber zu Hause geblieben sind wegen der Kinderbetreuung. Das ist in meinem Freundeskreis auch ein Riesenthema natürlich, so in unserem Alter. Und da denke ich, ja, da muss unser Arbeitsmarkt, müssen wir uns alle auch mal hinterfragen, wie wir eigentlich weiter unsere Arbeitswelt gestalten wollen. Das, mir fiel gerade ein, ich habe mal einen Kursus gemacht über Personaleinstellung. Und der Mensch, der diesen Kursus gemacht hat, der war ganz spannend, der sagte, dass der Begriff ist Goldgräber. Der sagte, es gibt, wenn man sich die Vita von Menschen anguckt, es gibt immer Schwachpunkte und du kannst da immer draufhauen und man kann in solchen Einstellungsgesprächen auch Leute richtig, richtig zerstören. Aber es gibt, jeder Mensch hat Talente. Und die große Kunst für einen Personaler ist es, diese Talente zu entdecken. Und darum, prägt er den Begriff Goldgräber. Also du musst rauskriegen, was können die Leute besonders gut. Und ich glaube, diese Goldgräbermentalität, die gibt es noch nicht allzu, die ist nicht so sehr verbreitet, wie sie sein sollte. Gerade bei Menschen mit Behinderung können so großartige Sachen machen. So, wir sind am Ende unserer Zeit. Lieber Andreas, ich hätte aber am Ende noch eine Frage an dich. Du hast es eben schon angesprochen. Du planst ein neues Projekt für mehr Inklusion in der Arbeitswelt, und das heißt Inuklusio. Da musst du noch am Ende doch noch mal ganz kurz sagen, worum es da geht und wie da der Stand ist. Ja, also der Stand ist der, wir fangen am 1. Oktober an. Das heißt, wir haben jetzt 15 oder 16 Pilotfirmen, und das Schöne ist auch, dass auch jetzt Firmen auf uns zukommen. Also wir haben jetzt einen sehr, sehr großen Mineralölkonzern, den größten Stromanbieter Europas und ein Pharma-Riesen jetzt auch also mit im Programm, die also von sich aus kamen und sagen, hey, das ist eine spannende Sache. Also wir haben da wohl jetzt einen Zugang gefunden, um im Interesse bei Unternehmen zu erzeugen und ganz wichtig, bezahlen auch dafür. Also jetzt keine Rundum-Sorglos-Geschichte. Was macht ihr da genau bei Inuklusio? Was macht ihr für Unternehmen? Also Inuklusio heißt also Innovation in der Inklusion. Da kommt diese Wortschöpfung zusammen. Genau. Das hat drei Module. Das eine, wir machen eine Ausstellung zum Thema Mikroaggression, Empathie, ausgrenzendes, inklusives Verhalten, Wortfindung etc. All das machen wir in einer mobilen Ausstellung, die wir auf dem Firmengelände zeigen, wo eben dann jede Mitarbeiterin letztendlich dann daran sich üben kann, an den Geräten spielen kann, ein Empathie-Messgerät zum Beispiel etc. pp. Und natürlich arbeiten dort auch eine ganze Reihe von Menschen mit Behinderungen, die eben dann in den Dialog einsteigen, ist das eine. Dann haben wir ein Führungskräfte-Seminar entwickelt, was eben dann über die Laufzeit von der Zeit, wo wir auf dem Firmengelände sind, die Führungsebene abholt. Es geht einen ganzen Tag, da reden wir einmal über Selbstwahrnehmung, also diese persönliche Erfahrung, die wir über Dialog im Dunkeln auch nochmal dann verstärken. Und wir haben dann ganz wichtig als zweiten Teil nochmal den Business Case Disability. Das heißt, wollen wir genau, was ich immer jetzt strapaziere, die ökonomische Betrachtung von Disability, und zwar nicht Sparen von Ausgleichsabgabe, sondern eben in einem größeren strategischen Zusammenhang zu sehen. Und dann für die mittlere Ebene haben wir dann einen Kurs, den bauen wir auf an der Hochschule für angewandte Wissenschaft, aber auch nur als Modell, um eben in Zukunft auch in andere Hochschulen Inklusionsbildung zu betreiben. Und dort wird über ein Semester 3x3 Tage eben mit Lehrenden, die alle eine Behinderung haben, unterschiedliche Behinderungen haben, wird eben dann jetzt die Inklusionskompetenz in den unterschiedlichen Segmenten aufgearbeitet. Wir haben jetzt also 15 oder 16 Piloten, die also mitmachen wollen, ein ganz breites Spektrum, auch Einzelhandel, werbetreibende Industrie, DAX-Unternehmen, aber auch kleine Unternehmen, und wollen damit eben auch eine Gruppe bilden, die sich auch nochmal gegenseitig verstärkt, um eben auch da nochmal eine Art von ihr Momentum zu erzeugen. Und es ist eben jetzt keine, sagen wir, Fortbildung, die normalerweise Schwerbehindertenvertretungen angedeiht bekommen, sondern es dreht sich wirklich auch ganz, ganz stark, um erstmal das Potenzial zu erkennen, zu vernetzen,
Problembewusstsein schaffen, aber auch Lösungen zu erarbeiten. Und was Verena vorhin sagte, dass viele gar nicht wissen oder sagen, sie bekommen ja keine Bewerbung von Menschen mit Behinderungen, damit fängt das schon an. Ich meine, natürlich die Frage, was ist auch eine zielgerichtete Ansprache, um eben den Kreis von Bewerbern letztendlich auch auszuweiten. Also das ist ein sehr umfassendes Programm. Wir haben 3 Jahre Zeit. Und wird euch sehr, sehr gründlich evaluiert. Und dann in 3 Jahren, denke ich, sind wir an dem Punkt, wo wir eben dann diese Ausbildung an andere Hochschulen dann auch verbreiten können. Weil ich glaube, wir brauchen einen Träger wie eine Hochschule, um es eben auch jetzt von uns auch unabhängig dann auch forttreiben zu können. Und das ist Inclusio. Und wir suchen mal 7 Stellen zu besetzen. Und ich suche händeringend nach einem Projektleiter, einer Projektleiterin, die das versteht, das Ganze in Händen zu halten. Und natürlich, da fängt es schon mal an, lieben gerne jemanden, der eine Behinderung hat, erworben oder angeboren. Da machen wir keinen Unterschied. Wäre ich großartig, wenn wir an der Stelle jemanden hätten, der eben kompetent ist. Und natürlich auch aus eigener und Experte in eigener Sache ist. Da sind wir dabei. Also jeder oder jede, die eine Person kennt, bitte auf jeden Fall melden. Liebe Verena, lieber Andreas, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Auch nochmal Andreas am Ende mal für diesen Ausblick. Wünsche dir alles Gute. Ich fand, das war eine sehr lehrreiche Diskussion, die wir hatten. Und ich möchte mich bedanken und ich hoffe, dass wir ein paar von den Sachen, die wir beredet haben, im nächsten Koalitionsvertrag wiedersehen. Und ich möchte mich aber natürlich ganz besonders auch bedanken bei Frau Richter und bei Frau Boshammer, die wirklich ganz grandios gedolmetscht haben. Das ist wirklich eine harte Arbeit. Und vielen, vielen Dank und macht's gut und ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss. Danke, tschüss. Alles Gute. Für Altona kämpft Matthias Bartke für dich um 12 Euro Mindestlohn für gerechte Löhne für alle. Für bezahlbares Wohnen durch mehr Neubau und gegen rechts. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Brandner? Nee, bestimmt nicht. Sein Wahlkreis ist tolerant und weltoffen. Zwischen Elbstrand und Lürup hast du mit ihm seit 2013 eine starke Stimme in Berlin. Aus Respekt für dich, mit Kompetenz für Hamburg. Hamburgs stärkste Stimmen für Berlin. Alle Stimmen für die SPD.